Ja, hallo, dann herzlich willkommen zur Abschlussveranstaltung vom VCFB 2023. Danke, das war das 10. Jahr VCFB. Und hier in diesen Räumen waren wir zu Anfang. Zwischenzeitlich waren wir ja mal im Technikmuseum und jetzt sind wir wieder hier zurück. In diesem Jahr hatten wir bisher ungefähr 9.600 Besucher, zwischen Samstag und Sonntag relativ gleich aufgeteilt. Normalerweise ist Samstag ein bisschen langsamer, Sonntag. Wir haben nicht mal besonders groß Werbung gemacht, aber die Zeitungen und Radio sind auf uns zugekommen und haben für uns die Arbeit übernommen. Das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Ich möchte mich als erstes mal bei ganz vielen Leuten und Organisationen bedanken, die das möglich gemacht haben für uns. Einmal ist da natürlich die HU, die wieder uns die Räume zur Verfügung gestellt hat und mitorganisiert hat. Da würde ich normalerweise Stefan danken, aber wie ihr vielleicht wisst, arbeitet Stefan gar nicht mehr hier. Das heißt, Stefan war im Prinzip so die Brücke zwischen uns und der HU hier. Aber natürlich möchten wir uns auch bei den anderen Mitarbeitern der HU bedanken, insbesondere auch bei Jacqueline. Und auch Malte hat hier sehr viel Aufgaben übernommen und sehr viel Stress gehabt. Und dann möchten wir uns wie jedes Jahr ganz herzlich beim CCC bedanken, der uns zum Beispiel Steckdosen und Kabelmatten und Netzwerkkabel zur Verfügung stellt. Vielen Dank. Diesmal im Speziellen auch der CCCB, der uns Material für die musikalische Bildungsveranstaltung gestellt hat. Danke daran. Und dann auch, wie immer, einen ganz super tollen herzlichen Dank an unser Lieblingsvideoteam, das VOG. Und auch einen ganz herzlichen Dank an alle anderen Helfer, die hier waren, die hier stundenlang am Infodesk gesessen haben, die Tische geschleppt haben, die Kaffee gemacht haben. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr hier aufopfert. Ohne euch wäre das nicht möglich. Und natürlich auch vielen Dank an die Aussteller und an die Vortragenden und Workshop-Leitenden, die dieses Festival erst mit dem ganzen tollen Inhalt führen. Und zu guter Letzt danke auch an alle, die da waren. In diesem Jahr sind wir wieder sehr begeistert davon, was an Spenden reinkommt. Wir nehmen ja keinen Eintrittspreis, aber damit, denke ich, können wir die Kosten des Festivals dieses Jahr gut decken. Vielen lieben Dank an euch. Und dann möchte ich vielleicht nochmal sagen, aus mehreren Gründen war es für uns dieses Jahr nicht ganz so einfach mit der Orga. Verschiedene Leute, die sonst viel tun, waren anderweitig beschäftigt, auch von unseren Helfern. Einigen ging es gesundheitlich nicht so gut und es war auch schwierig dadurch, dass Stefan hier nicht mehr arbeitet. Stefan, möchtest du ein bisschen was zur Zukunft sagen? Ja, also auch nochmal von mir herzlichen Dank an alle. Ich habe hier 11,5 Jahre gearbeitet. Das ist für mich quasi eigentlich ein Heimspiel, das hier zu machen. Und ich kenne zum Glück auch noch die ganzen Leute, die für die Organisation wichtige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind, so dass es nur halb so schwer war, wie es jetzt gerade sich angehört hat. Trotzdem ist es nicht ganz einfach, aus mehreren hundert Kilometern Distanz auch noch dann über Bande manche Dinge zu erreichen. Wir werden aber für die Zukunft hier bleiben wollen. Seitens Lehrstuhl Ernst, das ist schon mal gar kein Problem. Aber ich muss ja mit unserem Schirmherr Shintaro Miyazaki auch noch mal sprechen darüber. Aber geplant ist es schon, dass wir nächstes Jahr wieder hier sind.
und das Vintage Computing Festival wieder hier machen. Wir haben uns hier gut eingespielt. Im Prinzip läuft es schon fast wie im Schlaf und es wäre auch gar nicht möglich gewesen, jetzt mit so viel Leuten, die hier nicht mehr arbeiten, trotzdem dieses Festival auf die Beine zu stellen, wenn wir uns eben hier nicht so gut auskennen würden und wenn man uns nicht so gut kennen würde, dass man weiß, wir können euch die Schlüsselkarte anvertrauen, wir können euch vertrauen, dass hier nichts kaputt geht, dass ihr alles wieder rückbaut rechtzeitig, weil morgen das Semester beginnt und so weiter und so fort. Und wir haben eine Helferinfrastruktur, die sehr gut ist und wir haben ein paar Leute hier in Berlin vor Ort, aber auch mein Aufruf an euch und spread the word, please. Wir können noch mehr Leute aus Berlin gebrauchen, die sich hier aktiv einbringen wollen und die das Vintage Computing Festival Berlin, dem Vintage Computing Festival Berlin seinen letzten Namensbestandteil sozusagen Gültigkeit verschaffen. Also versucht Leute zu gewinnen, bringt euch selbst ein, wenn ihr möchtet, ihr könnt dem Verein beitreten. Oder auch außerhalb des Vereins mithelfen. Ja, wie schon Anke gerade gesagt hat, nächstes Jahr soll es also auf jeden Fall wieder stattfinden und nach Möglichkeit auch wieder hier. Da werdet ihr aber nicht in allzu ferner Zukunft von hören und lesen auf unserer Webseite. Da ist ja jetzt schon sehr viel Material. Da werden dann auch die Links zu den Videos, die für die Vorträge hier waren, wieder veröffentlicht. Also behaltet mal die Webseite im Blick. Und ein Danke an Anke. Ja, das natürlich sowieso. Also wenn ich schon die Schwierigkeit hatte, das aus Kassel zu planen, möchte ich gar nicht davon sprechen, wie es ist, das aus Schweden zu planen. Ne? Und Anke hat das derartig gut im Blick und auch was so die Feinplanung angeht, also wo welche Tische hinzustellen sind, damit die Fluchtwege noch frei sind und die ganzen Aussteller Bewerbungen annehmen und das Wiki aktuell halten und die Webseite aktuell halten, das ist also ganz wesentlich hier zu verdanken. Insofern auch tatsächlich von mir meinen herzlichen Dank an dich. Gut, und damit kommen wir zum Wetter. Vielleicht eins noch zum Rückblick. Ja. Man merkt, dass die Corona-Zeit wieder anfängt. Es sind leider nicht nur von unseren Helfern einige krank geworden, es sind auch einige Teilnehmer krank geworden. Es sind leider 5 Ausstellungen ausgefallen, davon 4 aus der Sonderausstellung. Deshalb war es da leider etwas Licht. Da hätten eigentlich die Leute aus der großen Apple-Gruppe, die hier ja auch schon mal einen ganzen Raum bespielt haben, wieder sein sollen. Aber von denen waren leider 2 ausgefallen. Und dann ist auch eine Ausstellung zum Thema Sun und SGI Workstations leider ausgefallen. Und damit, dass die Apple-Leute fehlten, ist auch ein Vortrag zum Sonderausstellungsthema ausgefallen zu Bill Atkinson, der die Lisa zum Beispiel mit entworfen hat. Da möchte ich nochmal extra Danke an Arp sagen, an Angelo, der spontan eingesprungen ist und noch einen zweiten Vortrag hier gehalten hat. Ja, sehr schön. Ja, und auch die Leute, die an dem Sinclair-Stand vorbeigegangen sind und sich gewundert haben, dass da so wenig Leute sitzen, nämlich 0. Also heute war dann wieder jemand da, da kam also auch tatsächlich ein Doppel-Corona-Fall und ein Motorradausfall zusammen, damit dieser Stand dann tatsächlich einen Tag leer geblieben ist, aber heute konnte man das ja dann nachholen und wenigstens die eine Person dann nochmal besuchen. Ja, und leider ist auch der erste Beitrag auf der musikalischen Bildungsveranstaltung ausgefallen. Ja. Aber vielleicht können wir den ja nochmal nachholen. Ja, dann kommen wir doch mal zum spannenden Teil, und zwar der Publikumspreis. Da hatten wir in diesem Jahr 81 Stimmen, die abgegeben wurden, und sollen wir erstmal die Ziehung machen? Ja, genau, wir brauchen noch, wer zieht? Ich würde vorschlagen Malte. Ja, Malte als Glücksfee. Genau, du musst vor die Kamera. Okay. Also, wir ziehen den. Danke. Okay. Mit ihrer Stimme für Ausstellung Nummer 10 hat Sabine Wolf einen Preis gewonnen. Sabine, bist du hier? Sabine! Nee. Na gut, wir werden sie kontaktieren. Sabine hat gewonnen.
Eine VZB-Tasse. Und für die Leute, die schon länger dabei sind, ihr erkennt es vielleicht wieder, das Motiv darauf ist unsere Eintrittskarte aus dem Jahr 2014. Eine Lochkarte mit VZB eingestanzt. Herzlichen Glückwunsch, Sabine. So, dann darfst du nochmal. Nee, jetzt kommen die Ausstellung. Ach so. Ja, der Sinn dieser Aufgabe ist ja, dass die Besuchenden abstimmen für ihre Lieblingsausstellung. Und in diesem Jahr haben wir auf dem zweiten Platz mit 9 Stimmen gescheiterte Spielkonsolen der frühen 90er Jahre von Florian Deurer. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Oh, vielen Dank. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich war letztes Jahr zum Gucken hier und fand das so genial, dass ich dachte, ich probiere das mal und habe jetzt 2 Tage lang echt Spaß gehabt. Es fühlt sich auch so ein bisschen, als wenn man von der Arbeit aus auf der Messe gewesen wäre, weil man immer das Gleiche erzählt. Aber das hier ist irgendwie ein Herzensprojekt von mir gewesen. Da hatte ich noch mehr Spaß dran als auf der anderen Messe. Also fand ich cool. Danke, dass ich hier sein durfte. Auf jeden Fall. Schön. Und dein Preis ist das Buch Resume, Hands-on Retro Computing von Stefan. Und es ist sogar signiert. Okay. Ich kann dir da gerne was reinschreiben, wenn du möchtest. Aber für den Fall, dass du es bei eBay verkaufen willst, können wir es auch lassen. Ja, das ist schon mal danke. Sonst wäre ich heimlich noch für ein Auto gekommen. Nö, kann ich gern machen. Und jetzt der spannende Moment. Der erste Platz mit 10 Stimmen geht an die Ausstellung Whirlwind Simulation mit analoger Vektorgrafik von Rainer Glaschig, Jochen Vierhoff und Guy Federkopf. Die drei sind leider schon abgereist, aber wir werden Ihnen das mitteilen. Ja. Insbesondere vielen lieben Dank an Guy, dass er hier war. Er ist extra aus den USA angereist. Ja, dann würde ich nochmal erwähnen, dass unsere Vorträge ja alle aufgezeichnet werden und wenn ihr einen verpasst habt, dann könnt ihr die finden auf mediaccc.de, das ist auch verlinkt auf unserer Webseite. Und auch die Vorträge von den vorhergegangenen Jahren findet ihr da. Dann möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass man das VZFB auch unterstützen kann, indem man Mitglied im Förderverein VZFB e.V. wird. Der Mitgliedsbeitrag startet bei 1 Euro im Monat, aber man kann auch mehr zahlen, je nachdem, wie man möchte. Man kann auch einfach an den Verein spenden. Infos dazu findet ihr auch auf unserer Webseite unter Verein. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache, und zwar 2 Hinweise auf die kommenden Veranstaltungen. Und zwar am 11. und 12. November in Zürich findet auch ein Vintage Computer Festival statt. Und nächstes Jahr am 27. und 28. April 2024 gibt es das VZFE 23 in München. Auch sehr tolle Veranstaltung. Fahrt hin, stellt aus. Ja, vielleicht sieht man sich da. Das war's dann von mir. Hast du noch was, Stefan? Nein. Dann danke, dass ihr da wart und bis nächstes Jahr.